So, liebe Leute, heute gegen die Fürther. Ja, wir haben zuletzt ja nicht ganz so blendend ausgesehen, möchte ich es mal nennen. Aber, wie sieht's denn aus? Bewölkt, 5 Minuten. Ich sag ja, wir haben einmal Schnee gehabt. Einmal, wo ich nicht aufgepasst habe. Und seitdem nur noch ordentliches Wetter, bei dem man mit dem weißen Ball spielen kann. In Ordnung. Jo, heute gegen Fürth. Letztes Ergebnis gegen Heidenheim war nicht so berauschend, das Spiel. Doch, das Spiel war schon geil. War schon ein spannendes Spiel, muss man sagen. Heidenheim ordentlich mitgespielt. Mittlerweile haben wir 3 Punkte, sogar Vorsprung auf Laudern, Leute, und auf Ingolstadt. Das heißt, wir haben sogar schon einen kleinen Puffer geschaffen für uns auf dem Relegationsplatz stehend. Sehr, sehr schön nach unten weg. Also jetzt geht es nur darum, vielleicht können wir noch ein bisschen was draufsetzen und uns nach oben arbeiten. Wäre natürlich klasse, würde mich freuen, nächstes Jahr in der ersten Liga zu spielen. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen was draufsetzen hier. Komm schon, also. Wir wollen nächstes Jahr gegen Bayern, Dortmund, Hamburg und wie sie alle heißen, Stuttgart, Schalke, Gladbach spielen. Also mit den Darmstädtern machen wir so ein bisschen Paderborn-Session, würde ich sagen. Haha. Sehr geil. Aufgepasst. Und zurück. Und zurück. Jupp. Also ich muss ein bisschen aufpassen, ich bin schon wieder im Laufmodus. Das darf ich mal, sollte ich mal ein wenig unterbinden in den ersten Halbzeiten meistens. Denn das macht die Jungs furchtbar müde, diese ständigen Sprints anzusetzen. Deswegen lassen wir das auch mal und versuchen das lieber in der zweiten Halbzeit auszuspielen, dieses Tempo. Weil wenn uns Ausdauer fehlt, hilft das alles nichts. Oh, das war natürlich ein scheiß Ballverlust jetzt. Sehr gut, komm schon. Sehr gut. Seiler, jetzt, das ist der Konter, den brauchen wir. Scheiße, wieder abseits, hundertprozentig. Shit. Shit, shit, shit. Und kostet Kraft zum Sprint ins Leere. So, Fürth will auf jeden Fall Gas geben. Oh, spielen sie ein bisschen nach außen, alles klar. Vorsicht, unten. Wir haben, der ist doch groß genug da unten, unser Innenverteidiger. Und kann er den Kopfball nicht gewinnen, Brejari? Junge, Junge, Digga. Hätte eigentlich gewinnen müssen eben, ne, das Kopfballduell. Boah, Vorsicht. So verdeckte Schüsse, ey. Schüsse, nicht Schüsse. Schüsseliga. Okay, jetzt ist mir Fürth ein bisschen zu viel im Ballbesitz. Ehrlich gesagt. Warum können wir uns dann nicht behaupten? Das verstehe ich manchmal nicht, warum wir uns da teilweise nicht in den Zweikämpfen behaupten. Gut. Wie gesagt, mir ist ein bisschen viel im Ballbesitz gerade. Ich will es wieder ein bisschen aufbauen, langsam angehen. Ich will nicht immer zu dem Vollsprint hier durchpeitschen. Das will ich mir dann für die zweite Halbzeit aufheben. Aber ich krieg die ja auch nicht müde, das ist das Problem. Ne? Ich krieg jetzt ja Fürth nicht automatisch müde, nur weil ich hier nicht sprinte, sondern die sprinten ja dann auch nicht. Oh, komm schon. Ich muss jetzt in die Offensive gehen, Leute. Hilft jetzt alles nichts mehr. Ihr seht ja, wir werden hier an die Wand gefahren, wenn wir nicht aufpassen. Super. Boah, Seiler hat echt nicht so wirklich Ballkontrolle. Fürth ist auch, ich glaube, von den Spielern her ein bisschen stärker wie wir. Man darf halt nicht vergessen, Leute, wir sind Aufsteiger aus der dritten Liga. Da, wo bei uns eine 6 steht, steht bei vielen Mannschaften hier eine 7. Locker. Also in der Stärke. Das dürfen wir halt nicht vergessen. So, jetzt mache ich es mal langsam. Komm mal her hier, komm mal ein bisschen näher. Ich will mal im Ballbesitz bleiben gleich. Also, sie wollen es wissen. Mit unserem Verletzungspech tun wir uns auch gerade keinen Gefallen.
Das hilft ja, oder das spielt den Gegner noch ein bisschen in die Karten, dass unsere guten Jungs ja alle fehlen. Oder ein Teil, nicht alle, das stimmt ja nicht. Das muss noch mal drin sein, so ein Schuss, ne? Hammerhart. War schon so klar, dass er da lang spielt. Ich versuche ja mittlerweile, denke ich mir so, irgendwann musst du doch mal das drin haben, wie die KI spielt. Dass man so ein bisschen vorhersehen kann, aber ihr seht, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Sehr schön. Kempe, Junge. Jetzt aber. Oh, warum nimmt er den Ball dann nicht an? Also Heller eben, also... Den holt er noch von der Linie, ne? Wert nicht mehr. Ja, den nicht mehr, alles klar. Es wird ein hartes Spiel. Also wenn wir es gewinnen sollten, dann Hut ab. Aber schlecht. So schlecht. Jetzt aber Vollsprint! Ja! Und dann... Oh, dann geht er wieder zurück. Das ist saublöd. Aber eh abgepfiffen. Halbzeit. Gut. Wir sind schon wieder müde. Ihr seht's. Die ersten kämpfen schon wieder mit der Fitness. Oder mit der Frische wohl eher. Weil Fitness ist ja allgemein recht niedrig. Seiler. Auch immer so knapp die Pässe. Ne? Man denkt so, jetzt habe ich ihn da. Wieder so ein Ding. Geht da außen hin. Jo. Jetzt aber. Was ist denn jetzt? Was passt ihm jetzt schon wieder nicht? Ach Gottes Willen, dann lass doch spielen. So. Machen auch mal lieber langsam, dass wir den Ball behalten. Sehr schön. Kriege ich ihn reingezogen? Yo! Er pfeift es wieder nicht. Das ist doch nicht zu fassen. Ey, das sind doch offensichtliche Fouls. Ich meine, was willst du noch machen? Also... Da ist der Kopfball wieder zu weit. Normaler X-Pass. Oh Mann! Ein bisschen bessere Spieler hätte ich gern, Leute. Ein bisschen besser, wo man dann merkt, so, okay, da kommen auch mal die Sachen an, die man macht. Puh, da ist auf einmal Platz. Und der kommt genau, das war eben ein Befreiungsschlag. Ne? Was ist das, was ich meine? Das war ein Befreiungsschlag. Und der kommt genau auf den Mann. Ich hasse das. Das sind so für mich so Sachen, die sind so unlogisch. Da kannst du nie richtig Druck aufbauen, weil wenn die einen Befreiungsschlag machen, der direkt immer beim Gegner wieder landet, im Fuß, wie willst du dann Druck aufbauen? Normalerweise wäre er wieder bei mir gelandet und ich hätte gleich wieder anlaufen können, ne? Mit ein paar Leuten vorne in der Reihe. Mann, Mann, Mann. Sehr gut. Jetzt das hier, Goma. Oh. Er pfeift einfach nix. Er pfeift einfach nix. Das wird er pfeifen. Ajo. Ajo. Wundert mich nicht. Shit, shit. So, wir haben die 67. Für uns ist wieder Zeit. Für die schönen Konter. Gucken wir mal, ob es klappt, ne? Wir probieren es mal wieder. Wen wollte ich noch bringen? Ex-Lager oder was? Auf der Seite hier nochmal. War das gut mit ihm? Nee, ne? Hat nicht wirklich viel gebracht. Das ist Blödsinn. Wie sieht es denn mit ihm aus? Mit dem Tempo? Beweglichkeit, Sprungkraft, Sprintgeschwindigkeit. 68 ist halt gänzlich.
auch nicht wirklich, ne? Ausdauer ganz gut, aber der ganze Rest, wir haben keinen, der noch schnell ist. Biada. Balance, Sprintgeschwindigkeit 68, ja. Lassen wir's. Spielen wir mit denen, die da sind. Afdijay, der Einzige, den wir reinwerfen können. Oh, jetzt gibt's die Gelbe, ja. Du kannst dir auch in die Haare schmieren, Pimmelmann. So, Leute, jetzt, komm, es ist wirklich schwer. Also Fürth ist wirklich ein harter Gegner. Vielleicht können wir es nochmal so machen, wie zuletzt gegen Heidenheim jetzt hier mit einem schnellen Konter, ne? Dass wir da ein bisschen glücklich sind. Da steht schon wieder einer bereit. Auf geht's. Oh. Wenn der durchgekommen wäre, nächste gelbe Karte. Die wissen ja, wie wir spielen ab der 60. Mittlerweile ist es auch in der Liga durchgedrungen. Afdijay. Leg doch richtig auf vorher. Oh, shit. Oh, den Ritter von dem Fuß gekretscht. Kein Abseits. Oh, was mache ich denn jetzt? Viel zu weit zurück. Jetzt. Holland. Ecke. Jetzt habe ich sie natürlich hinten reingedrückt. Das ist gar nicht so gut für uns. Der Kleinste wird da ausgewählt zum Kopfball. So, jetzt. Boah, gut daneben, ne? Ordentlich, würde ich sagen. Bitter, bitter. 82. schon, das wird immer schwieriger. Vielleicht wieder so ein Last-Minute-Tor. Wäre natürlich Weltklasse. Mit Last-Minute-Toren. Oh. Oh, er fängt an zu pfeifen. Aber immer erst zum Schluss des Spiels. Immer erst zum Schluss. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass der Pass eben so nicht gewollt war. Oh, wenn man nervös, ja. Wie machen wir es jetzt, Leute? Wie kommen wir da rein? Komm schon! Oh, warum schießt er denn nicht? Ich habe voll drauf gezimmert. Mann! Komm nicht mal ran. Komm ich nicht mal ran. Glaube ich in Gefahr, Konter zu laufen. Shit, shit, shit. Da war was dran. Da war was drin in der Partie, aber so ein bisschen, ja, haben wir uns selber jetzt die Butter vom Brot nehmen lassen. Also. Lass nochmal. Ja, los. Ach, oh, komm. Scheiße. 0-0. Unentschieden. Aber wir hatten ja ein bisschen Vorsprung. Das ist nicht schlecht. Gucken wir mal rein, was die Tabelle sagt. Viel wichtiger. Punktgleich mit Nürnberg jetzt. Ah, die haben noch ein Spiel. Vorsicht. Shit. Wahrscheinlich sind sie jetzt wieder weggezogen, ne? Nürnberg. Jo. Alles klar. Aber wir haben 4 Punkte Vorsprung vor Laudern. Das ist schon mal klasse. Der Relegationsplatz ist unser. Was haben wir denn? Posteingang. Aktuelles aus Deutschland, okay. Spieler auskuriert. Klostermann ist wieder fit. Ja, das hilft ja ein bisschen, dass wir mal wieder ein wenig Qualität reinbekommen. Hat ja bloß eine 60, ne? Ist jetzt auch nicht so die Welt. So. Aber ist halt unser Lord. Gut, Leute. Ja, hoffen wir mal, dass noch ein paar Jungs hier ein bisschen anziehen an Qualität. Möglichkeiten wären ja noch. 62, der andere Klostermann auf rechts. Den wir ausgeliehen haben, ne? Oder haben ihn gekauft? Weiß gar nicht mehr genau.
In Ordnung. Wir sehen uns. Nächste Folge. Abgespeichert. Dann geht's gegen Laudern. Ja, Weltklasse. Super. Also, entweder können wir uns mal richtig schön verpieseln von Laudern. Ordentlich Abstand schaffen, denn Sandhausen ist noch weiter hinten und Ingolstadt auch. Da können wir jetzt schon mal richtig fett Richtung erste Liga strahlen, möchte ich mal sagen. Wenn wir es ordentlich anstellen. Wir sehen uns. Nächste Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.